In diesem Airsoft-Video werden keine echten Waffen gezeigt. Das ist nur Spielzeug und ist rein für die Unterhaltung. Lasst einen Daumen nach oben da und genießt das schlechte Video. Scheppert dein Helm immer noch so laut? Scheppert. Soll ich nicht machen? Ach du Scheiße. Das ist mein Samstag, den Liebling. Ich komme die Stahltreppe hoch, glauben zu dir. Ich jogge direkt in die Büros und drück den Knopf. Ich jogge auch auf dich und drück deinen Knopf. Ich warte auf dich. Hey. Zwei weg. Bitten ist der Beste. Oh Gott, alles in Ordnung. Hatte ich am Pimmel. Alarm! Ja, Christian, kaum bist du im roten Team, läuft's wieder, ne? Alter, ich bin richtig hart. Ja, deine, dass die immer so schief ist, ne? Was hast du? Deine Nase ist nie in der Mitte, weißt du das? Ja, ich weiß, aber es freut mich nicht. Jetzt. Ich bin so hart gejoggt, gell? Das gibt's gar nicht. Ich hab die Knopf gedrückt. Ich war der Erste, das erste Mal. Und auch bei deiner Frau daheim das erste Mal? Ja. Ah, das ist toll. Ha? Ich habe 5 Leute in der Piste geholt. Man muss halt sagen, Team Blau ist jetzt noch besser geworden, weil sie einen Teil vom Geld bekommen haben. Ha? Oh, hey, jetzt darf ich, yeah! Ich bin doch gar nicht hin, ja? Eigentlich bin ich immer dran. Ich bin noch Pause. Ha, 3 Stück, du bist dran. Ja? Ja. War heftig, aber es hat sich gelohnt. Ich werde mich um ihre Mütter kümmern. Du bist ein guter Mensch. Ja. Wie viel passen da rein? 30? Wie viel hast du dabei? 5. Okay, das reicht dir für einen Spieltag. Ja. Für eine Runde. In der letzten Runde habe ich keine 30 Schuss. Man kann es nicht mehr. Ich mache pro Runde locker so 200, 250. Viel Spaß beim Rückenlaufen! Man neigt dazu halt, ne? Da fällt es unangenehm auf. Ich hab dich gerade abgeballert und hab gerufen, viel Spaß beim Runterlaufen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich geh mal runter, Christian. Oh. Ja, du warst noch im Radius. Warst du noch im Radius? Ich bin ausgewichen halt, ne? Das ist halt typisch. Ich soll nicht gehen. Hab einen. Jetzt fängt es an weh zu tun. Warum? Oh, ich weiß nicht. Er hat dich bestimmt beim Pimmel erwischt. Oh, nee, oben drüber. Ja, das ist bei dir gleich. Guck mal, was er da kleben hat. Sexiest man alive. Ist die Frage, ob das wahr ist. Ja, zieh die Maske ab. Von links. Von links. Der hat dich an der Waffe erwischt. Digga, das war nicht nur eine Kugel. Das war die Maske. Ich hab gar keine Maske. Po-Treffer! Bauchtreffer! Armtreffer! Sauber, Team Rot! Als drin in die Olga! Ja, wie oft soll ich noch ein Team schießen?
Alter, ich kann nicht auf die Knie gehen wegen meinem Sch. Mich? Ich hab dir jetzt schon ungefähr 10-mal gegen den Arm geschossen. 10-mal gegen den Arm. Ja, du gehst aber nicht raus. Hä, gerade eben? Ich bin gerade erst hergelaufen. Alter, ich geh auch raus, komm. So, um das Ganze vielleicht mal ein bisschen aufzuarbeiten. Also grundsätzlich war es einfach so, ich hatte ihn mehrfach getroffen, er ging nicht raus. Dann hat er mich dann quasi getroffen und dann ging auch direkt Diskussion los, ich würde nicht rausgehen. Leute, im Endeffekt, im Airsoft ist es immer wichtig, Fair Play. Ich bin am Ende ja auch rausgegangen, obwohl ich mir ziemlich sicher war, man kann es auch im Video, denke ich, gut erkennen, dass ich nicht getroffen worden bin. Da war ständig dieser Baum mit den ganz vielen Blättern davor. Ich gehe einfach mal stark davon aus, dass er mit jedem Schuss einfach immer nur in die Blätter geschossen hat und sich eigentlich dachte, er hätte mich getroffen, aber scheinbar sind die Kugeln an den Blättern, an den Ästen und so weiter auch schon abgeprallt. Am Ende hatte er mich, glaube ich, nicht mal getroffen. Es war eigentlich ein Spieler links an der Plane. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Im Endeffekt, Leute, immer ruhig bleiben und der Ton macht die Musik. Wenn ich natürlich gleich mit einem riesen Tohuwabohu da reingehe und mich beschwere, warum der andere nicht rausgeht, dann brauche ich natürlich nicht erwarten, dass der andere auch ganz normal reagiert. Hätte er zu mir gesagt, er hat mich getroffen, hätte ich gesagt, hit und wäre rausgegangen. Aber er ist halt einfach nach 10, also es waren nicht 10 Kugeln, aber sagen wir mal ungefähr 5 Treffern circa. Die Treffer, die ich in die Bilder mit reingenommen habe, das sind die Treffer, die die Kamera aufgenommen hat. Aber da die Kamera sehr hoch saß, habt ihr die Treffer nicht sehen können, die ich noch gesetzt habe, als ich gestanden habe, sondern erst beim Knien. Dementsprechend, Leute, es ist nur Airsoft, aber versucht euch halbwegs zu benehmen. Wir sind heute aber auch sehr empfindlich, die Leute. Sorry, wenn noch vier Kugeln unterwegs sind, ne? Ja, deswegen. Was soll ich da machen? Soll ich hinrennen, so zurückholen? Nein. Ja, lass mir das nicht mal bis hier hinten nehmen. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap.